Zu der Gruppe der französischen Hirtenhunde werden drei sehr alte Hunderassen gezählt. Der Picard, der Briard und der Beauceron. Der Berger de Brie und der Berger de Beauce kommen als Hof- und Bauernhund aus dem französischen Flachland. Lange Zeit wurden sie unter demselben Namen geführt. Trotz ihres verschiedenen Aussehens sind sie nämlich der gleiche Rassetypus. Der Langhaarige blieb bei dem Namen Berger de Brie bzw. Briard. 1896 erfolgte die Anerkennung des Briards als eigene Rasse. Angeblich soll schon Karl der Große im 8. Jahrhundert Briards gehalten haben. Für den Briard ist der FCI-Standard Nummer 113 festgelegt. Sie sind gut proportioniert, muskulös und rustikal, aber dennoch geschmeidig und elegant. Sie sind von ausgeglichenem Wesen, weder aggressiv noch ängstlich. Ihre Bewegungen sind lebhaft und aufgeweckt. Die Widerristhöhe beträgt beim Briard-Rüden ungefähr 62 bis 68 cm, bei Hündinnen 56 bis 64 cm. Sein intelligenter, ruhiger Blick wird leicht von den Augenbrauen verschleiert. Sie sind äußerst sensibel und gute Beobachter. Deshalb können sie gut einen individuellen Zugang zu anderen entwickeln. Egal, ob es sich dabei um andere Tiere, Kinder oder kranke Menschen handelt.